Dankeschön. Es mag ein bisschen ungewohnt sein, wenn so ein ehemaliger Sportler auf der Bühne steht. Ja. Also für mich ist ja Musik jetzt nichts zum ersten Mal. Ich habe als kleines Kind damit angefangen, Klavier und Akkordeon zu spielen. Sogar meinen ersten Auftritt hatte ich mit dem Instrument, bevor der Sport kam, und dann kommt der Sport. War zu dem Zeitpunkt einfach schöner. Sport ist zu Ende. Ich bin ein alter Mann im Sport. Es nutzt nichts im Gewicht, dass man mit über 30 einfach alt und wird ausgerüstet. Und die Musik ist mir immer irgendwo erhalten geblieben. Und ich habe seit 3 Jahren mit alten Hasen aus der Musikbranche rumgepasst und jetzt ist ein Album fertig geworden. Es mag ungewohnt sein, aber hört einfach länger zu, hört sie auch mal rein. Es gibt ein paar schöne Dinge drauf. Und es ist auch autobiografisch. Das ist zum bösen Teil. Es sind 2 Coverversionen auf dem Album drauf. Aber zum größten Teil autobiografisch, natürlich spielt die eine Rolle, es spielt jeder von uns eine Rolle, das ist nämlich immer so zu. Und das schönste Kompliment, was ich gestern bekommen habe, war, das gefällt mir, Herr Steiner, aber ich muss mich noch an Sie gewöhnen am Mikrofon. Trotzdem finde ich, ich bin ja nicht der Einzige. Denken Sie an Howard Klappendel, an Kugelstoß. Denken Sie an Julio Iglesias. Auch bei Real Madrid Fußball gespielt, das wissen die wenigsten. Wir haben alle auch eine Chance bekommen, natürlich. Schon lange her. Aber, also Chancen zu bezahlen. Und das zweite Lied ist das Stärkste an mir bist du. Natürlich war ich stark. Natürlich habe ich alleine trainiert, ich habe viel gewonnen, aber selbst im Sport habe ich auch jemanden gebraucht. Es geht nicht immer nur um die Frau an seiner Seite, es geht immer darum, dass wir Menschen immer jemanden an unserer Seite brauchen, um weiterzukommen. Privat, aber auch im Beruf. Ich habe es im Sport gehabt und ich habe es auch privat. Und davon handelt das zweite Lied, das Stärkste an mir bist du. Auf die Frage, welche Musik ich denn da gemacht habe oder mache, was das Album ist, was ich singe, und natürlich meistens gar nicht mal die Antwort, bevor ich sie geben kann. Schlager, das ist ein Schlagerstar, das ist ein Schlager. Und ich finde Schlager toll, nur ich glaube, dass wir Schlager heute nicht beantworten können. Wir haben das große Glück in Deutschland, dass wir gute deutschsprachige Musik haben, und zwar in alle Richtungen. Es gibt für jede Stimmung was und für jede Situation was. Und Sie können sich ja selbst ein Bild machen, in welche Richtung es geht. Ich glaube, es wird ganz gut abgedeckt in allen möglichen Bereichen. Also ich lege mich da nicht so sehr fest, weil mir gefällt fast jede Musik. Ich bin ein Kind der 80er, in den 90ern auch noch aufgewachsen. Und somit bin ich auch da musikalisch reinzuordnen. Ich meine, ich habe Eltern, die sind nicht mehr die Jüngsten. Mein Vater vor dem Krieg geboren. Ich kenne also den deutschsprachigen Schlager aus den 50er, 60er Jahren in- und auswendig. Auch da war schöne Musik dabei. Und warum wird dann heute auch alles gecovert? Weil es früher immer viele gute Lieder gab. Es ist alles Geschmackssache. Das Album ist aber nicht nur autobiografisch. Es geht auch in andere Richtungen. Und ein Lied davon ist sogar ein bisschen, naja, nicht ganz von dieser Welt. Und trotzdem geht es um unser Leben. Wir sollten uns einfach mal bewusst machen, dass wir nur sehr, sehr kurz da sind. Wir genießen das Leben, wir haben aber auch Probleme, wir schimpfen, wir ärgern uns. Und trotzdem müssen wir damit leben, dass unsere Zeit maximal auf 80, 90 Jahre begrenzt ist. Und dann ist das Leben zu Ende. Und davon handelt das nächste Lied, nämlich Hotel Erde. Nicht, und das ist auch gut so, dass wir es nicht wissen, sonst wäre das Leben, glaube ich, nur halb so schön. Wenn die Überraschungen kommen, dann kommen sie sowieso böse oder auch gut, aber die Spannung des Lebens ist, dass wir nicht wissen, was morgen ist. Aber es sind nicht nur nachdenkliche Lieder auf dem Album, es sind auch ein paar unterhaltsame Lieder drauf und eigentlich natürlich aus dem Sport kommen, gibt es auch 2 schöne Sportsongs, die so ein bisschen die Thematik des Sports abgreifen. Das eine kommt eher sogar noch aus dem Fußball, wobei dann der Trainer behandelt wird, weil der ist ja immer an allem schuld. Und das andere Lied ist ein bisschen mehr an mein Gewichtheben angelehnt und trotzdem eher so ein Motivationslied, das jeder Mann jeden Tag mal gebrauchen kann. Das macht Laune. Hat einen schönen Beat, hat noch ein bisschen was vom Gewicht her und kann jeder eigentlich sich ja, in den Alltag integrieren. Und zwar heißt es,
eine Teildisziplin im Gewichtheben. Heute werden wir es reißen. Und ja, es ist angelehnt an meinen Sport. Ich habe ihn ja geliebt, aber wie ich es eingangs schon erwähnt habe, es ist einfach die Zeit begrenzt. Vor allem im Sport. Und trotzdem brauchen wir immer wieder Motivation in alles, was wir tun, alles, was wir neu tun. Und jetzt gehen wir mal weg vom Sport. Alles, was sich jeder so jeden Tag vornimmt, brauchen wir ein Motiv und eine Motivation. Und so soll es eigentlich dienen. Das waren vier Musterstückchen aus dem Album. Das ist ein Drittel des Albums. 12 Lieder sind drauf. Und ich hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, es zeigt auch, dass in diesem Album auch ein Stück Ernsthaftigkeit in mein musikalisches Leben getreten ist. Also ich wollte nicht einfach Musik machen und singen und so, komm, das singen wir mal und mal schauen, lustig, das gefällt jemand, sondern ich wollte ernsthafte Musik machen. Und ich glaube, mir selber, also mir gefällt es und es ist mir gelungen und es ist eben breit aufgestellt. Ich höre es gerne, es geht nicht in meine Richtung, sondern es geht in viele Richtungen. Und man kann die einzelnen Lieder in allen Alltagssituationen einsetzen. Das Schönste ist, wir verstehen es als Deutsches. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen und ich bin da und umarme euch alle.